hatten alle eine schöne Mittagspause. Schön, dass es schön gefüllt ist. Ja, mein Name ist Thomas Jennewein. Ich bin von der SAP, SAP Education, hier um die Ecke in Walldorf. Ich freue mich sehr, heute noch jemand von der SAP mitgebracht zu haben, dass der Bernd Wels Zeit hat. Bernd Wels ist der Chief Knowledge Officer der SAP, also verantwortlich für jeglichen Wissenstransfer intern, aber vor allem auch, wenn es extern geht, von Schule, Universität bis eben zu Nutzern von SAP-Produkten. Und was ich gedacht habe als Format, was sicher spannender ist, wie jetzt einfach nur ein Vortrag, ist so ein kleines Interview, dass ich ihm 1, 2, 3 Fragen stelle einfach. Speziell jetzt, wir sehen jetzt hier viele Trends auf der LearnTech, ein paar stehen hier schon dran, Machine Learning, Virtual Reality sehen wir auch viel. Die Frage ist aber, ne, wie sieht das als ein Praktiker und speziell, wie sieht es mit der Umsetzung aus? Vielleicht nochmal ganz kurz, was sind so die Trends oder eine der Einteilungen? Kennen Sie vielleicht vom Analystenhaus Gartner, die tun das immer sehr schön aufbereiten. Die sehen jetzt 3 Technologietrends, die sich natürlich auch sehr stark auf die Bildung, auf das Lernen auswirken werden. Das ist das Thema künstliche Intelligenz und Machine Learning. Das sehen wir noch ein bisschen weniger hier, aber ein Riesentrend natürlich in der Industrie. Dann das Thema Immersion. Hier sehen wir schon einiges rund um VR, AR, Gamification, alles was so das Eintauchen in eine andere Umgebung unter anderem unterstützt. Und dann das Thema digitale Plattformen, neue Geschäftsmodelle. Auch ein riesiger Trend. Man redet ja hier auch von der sogenannten Plattformökonomie. Genau, also das war schon ganz kurz zu dem Input, wo ich jetzt so Trends sehe. Ich denke, das sieht man auch schön in der Presse, ne? Also spiegelt sich da schön wieder. Die Frage jetzt an dich, Bernd, wäre, wie beeinflussen denn jetzt diese technischen Innovationen die Anforderungen an das Thema SAP-Wissensvermittlung? Ja, Thomas, ja, bevor wir über Wissensvermittlung reden, der Kontext, der die Anforderungen hier an Wissensvermittlung stellt, ist ja die digitale Transformation. Also ein Großteil dieser Technologien, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, wird ja nicht nur eingesetzt, um die Wissensvermittlung oder kann eingesetzt werden, um die Wissensvermittlung besser, effizienter zu machen, sondern damit werden ja ganze Geschäftsmodelle möglich, werden neu definiert. Also es geht in erster Linie darum, diese Flut von Innovationen, die nicht nur das Lernen betrifft, sondern eigentlich Geschäftssoftware oder die Art, wie Unternehmen Geschäfte machen, das in den Griff zu bekommen. Das heißt, es gibt jede Menge neue Technologien, neue Gebiete, die ein Unternehmen beherrschen muss oder zumindest eine gewisse Grundskills für sich haben muss. Und diese Innovationen, und man sieht es ja auch hier an der Messe, also es gibt ständig etwas Neues. Das heißt, es reicht ja nicht mehr einmal auszubilden für einen gewissen Job, sondern eigentlich es geht um kontinuierliches Lernen. Ja, es gibt ja Aussagen, kann man glauben oder nicht, aber so ein Universitätsdegree heißt es, naja, der ist eigentlich heutzutage nur noch 5 Jahre aktuell. Das heißt, nach 5 Jahren sind, je nach Studienfach, wesentliche Teile dessen, was man an der Universität gelernt hat, eigentlich obsolet. Kommt man dann damit aus, dass man noch vielleicht einmal oder zweimal im Jahr auf eine Schulung geht? Nein, kommt man nicht. Das heißt, eine moderne Wissensvermittlung muss eigentlich auf diesen kontinuierlichen Wissenstransfer eingestellt sein. Das ist die wesentliche Herausforderung. Und dafür dann diese Innovationen zu nutzen, die du gerade gezeigt hast, diese Trends zu nutzen, clever zu nutzen, das ist dann unsere Herausforderung, das dann darin umzusetzen. Okay. Du... Genau. Das haben wir schon erwähnt. Mal weiter. Das ist vielleicht nochmal interessant, diese Folie, ja. Genau. Vielleicht diese Folie hier noch. Also wenn es jetzt darum geht, welche digitalen Wissensgebiete gibt es denn im Augenblick und sind so aktuell, wo zum Beispiel die SAP-Kunden auch gesagt haben, ja, wir wissen, wir müssen jetzt Kompetenz in diesen Bereichen aufbauen. Dann sind es die hier, wir haben eine Umfrage gemacht zusammen mit der Technischen Universität München und haben mal gefragt, welche Skills seht ihr als die wesentlichen an, um zukünftig in dieser digitalen Transformation wirklich erfolgreich zu sein. Und da sieht man, sind natürlich viele
technologischen Skills drin, Digital Security, ganz wichtiges Gebiet natürlich an erster Stelle, Mobile kennt man alles, Cloud Computing, Big Data, da sind aber auch natürlich Fähigkeiten drin, also die Veränderungsfähigkeit des Unternehmens selbst und Skills zum Beispiel im Business Change Management, wo eigentlich jedes Unternehmen heutzutage sich die entsprechenden, ja, Kenntnisse, Mitarbeiter haben muss, die so einen Change-Prozess auch begleiten können. Und diese Liste, die lebt natürlich. Also diese blauen Dinger hier, Artificial Intelligence, Blockchain, das sind zum Beispiel neue oder Gebiete, die jetzt neu genannt worden sind in der neuen Umfrage. Vor 2 Jahren haben wir die Umfrage schon mal gemacht. Da hat noch gar niemand über Artificial Intelligence und Blockchain gesprochen. Also diese Liste ändert sich ständig. Auch nochmal klare Indiz dafür, es muss in kontinuierliches Lernen hineingehen und diese Einmalausbildung, die Zeiten, die sind einfach vorbei. Genau, das ist eine ganz schöne Aufstellung, was man als SAP-Experte wissen muss. Die nächste Frage wäre jetzt vielleicht, die man sich stellen kann, okay, wie wendet die SAP jetzt die technologischen Innovationen an, jetzt auch selbst um Weiterbildung zum Beispiel nach vorne zu bringen? Hast du da ein paar Beispiele? Ja, vielleicht ein Beispiel nochmal, also SAP-Kontext nochmal. Die große Innovation in der Software ist ja die Cloud, dass Software nicht mehr bei jedem Unternehmen installiert wird, sondern dass die Software als Service in der Cloud zur Verfügung gestellt wird. Das ist einmal ein anderes Betriebsmodell, ist aber auch ein anderes Modell, wie Innovation zum Kunden gebracht wird. Also in einem On-Premise-Software, da ja die Software erstmal beim Kunden installiert werden muss, in gewissen Zyklen, die Jahre sind, eigentlich abgedatet wird, ist auch das Thema Wissenstransfer anders. Und da reicht zum Beispiel bei der SAP, wir hatten lange Jahre eigentlich nur Classroom-Training angeboten, also im Klassenraum. Tun wir immer noch, ist immer noch sehr beliebt. Wir haben aber dann gesehen, als wir massiv da auch in die Cloud eingestiegen sind, dass das eigentlich nicht mehr reicht. Also um die 2 Millionen SAP-Professionals, die es ungefähr gibt, so rund um den Globus, deren Wissen aktuell zu halten und sie auch immer sehr zeitnah zu informieren, welche Innovationen gibt es denn von SAP, haben wir in digitale Lernplattformen investiert. Wir haben angefangen mit OpenSAP. OpenSAP ist eine MOOC-Plattform, also Massive Open Online Courses. Haben 2013 damit begonnen. Zum Beispiel unsere Innovationen wie SAP HANA oder im letzten Jahr Leonardo über diese Plattform, über diesen Kanal zu erklären. Was steckt denn hinter der Innovation? Wie kann jedes Unternehmen das einsetzen? Kurze Zeit darauf dann mit SAP Learning Hub auch eine Lernplattform, einen Service zur Verfügung gestellt, wo der wirklich für Professionals allen Content enthält, um für jedes Produkt der SAP, also auch eine Zertifizierung quasi zu erreichen. Und insbesondere auch über diese digitalen Lernplattformen, die Updates, also diese, ja, was ist Neues dann in einem gewissen Produkt zur Verfügung zu stellen. Also ohne zusätzlich zu dem Classroom diese digitalen Lernplattformen anbieten zu können, würden wir unser Geschäft, das jetzt zunehmend immer mehr in die Cloud geht, eigentlich so gar nicht machen können, weil wir es gar nicht schaffen, schnell genug alle Professionals tatsächlich zu erreichen. Also das ist mal eine Grundvoraussetzung. Nun geht es aber nicht nur darum, jetzt komplett alles auf digital umzustellen, sondern die soziale Komponente beim Lernen natürlich beizubehalten. Also E-Learning gab es natürlich bei der SAP auch vor 2013 schon. Was die neue Qualität, die dazugekommen ist jetzt bei den modernen digitalen Plattformen, ist die Interaktion zwischen den Lernern. Also dass man Diskussionsforen hat, dass man die Möglichkeit hat, auch Fragen zu stellen, die dann von den Experten auch beantwortet werden. Das ist das Neue und das hat auch dazu geführt, dass die Plattformen jetzt eine wesentlich weitere Verbreitung noch gefunden haben und häufiger noch benutzt werden als zum Beispiel unser Klassenraumtraining. Also das war dort der Durchbruch. In die Richtung gehen wir natürlich weiter und entwickeln auch da unsere digitalen Lernplattformen weiter mit neuen Nutzen diese Technologien, wie eben Machine Learning, zum Beispiel um das Thema Übersetzung. Also Sprache. Ich will nicht sagen zu lösen, ich glaube, soweit ist die Technik noch nicht, aber bei OpenSAP haben wir beispielsweise die Kurse in der Regel nur auf Englisch verfügbar.
Ja, dann können wir schnell produzieren, sie schnell global zur Verfügung stellen und unseren Professionals das Wissen zur Verfügung zu stellen. Nun gibt es natürlich, in der IT ist ja Englisch weit verbreitet, trotzdem ist es aber angenehmer, auch in der Muttersprache die Informationen zu bekommen oder zumindest als Untertitel. Ja? Sie kennen das vielleicht, also wer Netflix-Kunde ist und der mag zwar vielleicht die Serie im Original auf Englisch schauen, aber manche Wörter kennt man doch nicht, also schaltet mal Untertitel ein. Ja? Und ähnlich haben wir jetzt hier für OpenSAP hier etwas gebaut, dass der, wenn das Video sozusagen läuft, der Sprecher spricht auf Englisch, dass ich dann trotzdem auch spanische Untertitel haben kann. Ja? Also, dass ich von der Sprache ja, das System mir da sozusagen entgegenkommt. Machine Learning oder Machine Translation in dem Falle, das werden wir sicherlich in den nächsten Jahren komplett sehen. Und je besser diese Übersetzungsmaschinen werden, je weniger wird das Thema Sprache noch zu einem Bottleneck werden. Auch wieder für uns gut, weil man dann schneller das Wissen digital zur Verfügung stellen kann, aber eben nicht nur in der einen Sprache, in der es gebaut worden ist, sondern Sprache quasi gar kein Problem mehr ist und zumindest in Hauptsprachen durch automatische Übersetzung da hilft. Conversational Systems ist natürlich eine neue Technologie, ein Trend, wie man mit Maschinen, mit SAP-Software auch in Zukunft umgehen wird. Also wenn in den 90ern die große Innovation war, dass man zu grafischen Oberflächen kommt, kommt man ja jetzt dazu zu sagen, nein, ich möchte eigentlich mit dem System reden können. Ja? Ich möchte Fragen stellen können und dann möchte ich Antworten bekommen können. Man steht hier sicherlich noch am Anfang. Ja, es gibt den SAP Copilot als zusätzliche Funktionalität auf dem SAP-System, um das System sozusagen per Sprache zu bedienen. Für das Thema Wissenstransfer hat es natürlich auch eine Bedeutung, denn warum soll ich nicht das System fragen, also anstatt zu suchen oder Suchbegriffe einzugeben, warum kann ich nicht einfach das System befragen, wenn ich eine Frage habe? Und das kommt auch. Bots können hier auch eine Hilfe geben. Ich glaube, gestern war die Session, oder? Zu Add the Bot. In unseren Lernforen hier im Learning Hub, also in den sogenannten Learning Rooms, werden viele Fragen gestellt, um möglichst schnell auch Antworten zu geben. Insbesondere für die leichteren Fragen haben wir hier einen Bot, der Machine Learning, Artificial Intelligence nutzt, um sehr schnell solche Fragen beantworten zu können. Dann hat der Experte mehr Zeit, eben sich um die komplizierteren Fragen zu kümmern. Ein Trend, den wir auch nutzen, ist das Embedded Learning. Je mehr ein End-User es gewohnt ist, auch mit dem SAP-System zu arbeiten, und nun kommt eine neue Funktionalität oder möchte etwas nachschauen, wie ein bestimmter Geschäftsprozess läuft, warum muss er eigentlich dann seine vertraute Umgebung überhaupt verlassen und in eine separate Lernumgebung gehen? Warum soll er das tun? Deswegen gehen wir in die Richtung, speziell bei den Cloud-Lösungen, zu sagen, nein, das Lernen ist eingebaut in der Applikation. Das heißt, wenn ich hier einen Kundenauftrag anlegen muss und mache das vielleicht zum ersten Mal oder ja, wir haben neue Funktionalität dort eingebaut, dann kann ich mir auch in dem gleichen Screen sagen, ich möchte jetzt gerne bitte ein Tutorial sehen, das mir zeigt, wie ich so einen Kundenauftrag anlege. Ja, ich muss nicht erst nochmal die Plattform wechseln und kriege so also über meine App, also Embedded Learning, das Wissen vermittelt, was ich dazu brauche, um optimal auch das System zu bedienen. Ist sicherlich etwas, was primär für End-User ist, also ein SAP-Professional braucht immer noch weiterhin eine Ausbildung oder ist vielleicht ein Kurs auch das richtige Gefäß dafür, aber gerade für Key- und End-User ist das Mittel der Wahl in Zukunft. Virtual Reality, da gibt es ja hier auch einiges zu sehen auf der Messe. Virtual Reality, glauben wir, wird kommen. Wir haben auch schon einige Prototypen dafür gebaut. Und zwar in zwei Richtungen. Das eine ist diese sogenannte Immersive Experience. Also sprich, wer so ein Headset aufhat, der ist quasi weg und sieht seine Umgebung nicht mehr und kann sich auf das konzentrieren, was da passiert. Je mehr an Lernen auch immer mehr am Arbeitsplatz stattfindet,
je wertvoller ist es dann, eine solche Immersive Experience bieten zu können. Ja? Das ist die eine Richtung. Die andere Richtung ist, es gibt einfach Wissensinhalte. Wenn man die Möglichkeit einer virtuellen Realität hat, kann man das nochmal ganz anders vermitteln, als wenn man nur zweidimensionale Grafiken hat und Schaubilderchen. Also da sind noch ganz andere Dinge möglich. Und in beide Richtungen gehen wir auch. Gibt es schon einzelne Dinge, die man sich da ansehen kann. Also wenn irgendwann diese Geräte auch zum Standard sind und sowieso vorhanden sind, weil jeder sie nutzt im Privaten, bei Facebook oder anderen sozialen Netzwerken, wie vielleicht auch am Arbeitsplatz, dann werden wir das auch in die Masse bringen mit Virtual Reality und sicher die Learner Experience da auch nochmal damit voranbringen. So. So, noch ein anderes Beispiel, ne? Also die nächste Generation vom virtuellen Klassenzimmer. Vielleicht auch nochmal ein Wort zum Klassenzimmer. Also Klassenzimmertraining wird es immer geben. Ist auch also eine wunderbare Lernexperience mit anderen Lernern, physisch zusammen in einem Raum, sich auf eine Sache konzentrieren zu können. Also es ist eigentlich unschlagbar. Passt natürlich nicht immer in jede Umgebung hinein, aber wird es immer geben und es wird es auch deswegen weitergeben, weil durch die digitalen Möglichkeiten, und der AlphaView zum Beispiel ist ja hier gerade am Nachbarstand, man muss künftig nicht unbedingt mehr reisen oder sich physisch bewegen, um den Eindruck oder das gleiche Erlebnis zu haben oder ein ähnliches Erlebnis zu haben wie in einem Klassenzimmer. Und das ist auch eine Technologie, die wir immer mehr nutzen. Das ist der Markenname sozusagen ist SAP Live Class. Das heißt, man kann also in seiner vertrauten Umgebung bleiben, am Arbeitsplatz, zu Hause oder in dafür speziell hergerichtete Räume gehen, ohne sich physisch jetzt in ein anderes Land bewegen zu müssen oder eine größere Reise, und ist dann ständig trotzdem mit den anderen Lernern verbunden, natürlich mit dem Referenten, und hat dann eine ähnlich intensive Experience, als wenn man verreist. Hat, wie gesagt, den Vorteil mit LiveClass, also man muss nicht reisen, man spart Reisekosten, es ist unter CO2-Gesichtspunkten sicherlich erstrebenswert. Und für den Einzelnen, jetzt in unserem Kontext, bedeutet es auch, ich habe nicht nur die Wahl dann zwischen der Reise zu verschiedenen Trainingscentern, wo der Kurs meiner Wahl angeboten wird, sondern es gibt noch zusätzlich einen Live-Class-Katalog, und das erweitert nochmal das Angebot für mich, wo und wann ich das entsprechende Wissen kriegen kann. Ja, was da vor allem spannend ist, also virtuelles Klassenzimmer kennen wir schon lange, aber die neue Dimension, also Echtzeit, lippensynchron, videobasiert, hat nochmal eine stärkere Präsenz und Immersion, was die Leute einfach mehr dran hält an der Lernerfahrung, wo jetzt vielleicht nicht mehr jeder seine E-Mails parallel macht. Also daher finde ich das auch einen tollen Ansatz, wo wir jetzt so praktisch nochmal einen nächsten Schwung sehen im virtuellen Klassenzimmer. Ja, also das ist viel besser als das Videoconferencing so der ersten Tage, was Sie vielleicht auch kennen, wo es die Qualität vielleicht nicht stimmt, wo es Verzögerungen gibt. Also in dem Maße natürlich, wie auch die Netzinfrastruktur auch ausgebaut wird, in dem Maße steigt hier auch natürlich die Qualität, und wir sind jetzt, glaube ich, auf einem Niveau, wo in den allermeisten Fällen, also in den Unternehmen, die Infrastruktur ausreicht, um da eine gute Experience zu haben, aber auch schon in dem Privatbereich wir doch sehr weit gekommen sind, oder zumindest in den Städten. Also das von der Bundesregierung ausgerufene 50 Mbit soll flächendeckend verfügbar sein, reicht hier allemal aus. Also überall, wo Netflix geht, geht das auch. So. Gut, nur ein, zwei Beispiele haben wir, oder? Ja, wenn wir noch Zeit haben, können wir noch mal vielleicht noch ein bisschen weitergehen, noch mal etwas tiefer bei dem Web Assistant einsteigen. Also das ist das Tool, der Feature-Name für das Embedded Learning. Das heißt, auf jedem Screen ist quasi mit einem Klick immer auch der Web Assistant verfügbar, und der Web Assistant kann mir dann anzeigen, eben welche Tutorials gibt es für
für die Transaktion, in der ich mich gerade befinde. Von da aus kann ich auch auf Hilfetexte zuweisen. Also es soll eigentlich dem End-User diese enge Verknüpfung zwischen hier ist meine Arbeit, aber jetzt habe ich hier dieses kleine Wissensstück fehlt mir und dann kann ich das bekommen, indem ich quasi auf dem gleichen Screen auch bleibe. Und da lässt sich viel mehr noch einbauen, natürlich auch Dinge wie Guided Tours zum Beispiel, wenn neue Mitarbeiter da sind, dass sie eine systematische Einweisung bekommen sodass also ein End-User eigentlich dann die Anwendung fast gar nicht mehr verlassen muss, zumindest nicht, wenn er was über die SAP lernen möchte. Ja, eine Frage hätte ich noch. Welche Erfahrungen hast du denn oder welche kritischen Erfolgsfaktoren siehst du denn bei der Umsetzung? Jetzt auch im Beispiel von uns, von dieser digitalen Transformation, jetzt, was man gesehen hat, jetzt auch hin zu den neuen Formaten zum Beispiel. Ja, also für uns ist es wichtig, auch gerade im Gespräch jetzt mit den SAP-Kunden, dass nicht die Technik oder irgendein Kanal im Vordergrund steht, sondern dass man immer noch das Ziel in den Vordergrund stellt. Digitale Transformation bedeutet auch eine Skill-Transformation. Wie nutze ich jetzt dieses gesamte Instrumentarium, das wir beispielsweise mit unserem Portfolio anbieten, am besten für dieses Unternehmen? Ja, in der Mischung von digitalen Plattformen, aber auch von Classroom, von Live-Class. Wie baue ich einen Plan auf, der das alles nutzt und dieses kontinuierliche Lernen ermöglicht? Wenn man in Richtung denkt, wie bauen wir hier unsere Technologie weiter oder die Lernerfahrung, dann ist ganz klar für uns wichtig, nie zu vergessen, dass das Lernen einfach eine soziale Aktivität ist für die allermeisten Menschen. Also es ist nicht so, dass es das Gros der Bevölkerung gerne alleine lernt, sondern man möchte eigentlich in einer Gruppe lernen. Und was immer dazu beiträgt, dass man dieses Gefühl auch hat, zum Beispiel durch die Learning Rooms oder im Learning Hub oder die Diskussionsforen in Open SAP, das hilft, dieses Lernerlebnis ja besser, nachhaltiger zu machen und überhaupt die Leute zu motivieren, zu lernen. Also es soll ja möglichst angenehm sein. Dieses Bedürfnis, bei anderen zu sein, mit anderen zusammen zu sein, wenn man lernt, können Sie zum Beispiel auch an Universitäten beobachten. Ich bin ja auch für die Universitätsbeziehungen da der SAP zuständig und komme deswegen viel rum. Die Universitäten zum Beispiel in Karlsruhe hier, die hat 24/7 geöffnet. Warum? Weil alle Studenten dorthin gehen, nicht um Bücher auszuleihen, das kommt vielleicht auch mal vor, sondern um dort zu lernen. Ja, um dort zu lernen, mit den anderen sich auf Klausuren vorzubereiten, nicht ständig um Gruppenarbeit zu machen, sondern einfach um bei anderen zu sein und das soziale Umfeld zu haben. Und bei allem, was wir tun, wie gesagt, dürfen wir das nicht vergessen, dass es da auch darauf ankommt, dieses soziale Umfeld wirklich dem Lerner zu ermöglichen, Austausch mit Lernern, Zugriff auf Experten und so weiter. Okay, vielen Dank. Ich denke, wir haben noch Zeit für 1, 2, 3 Fragen. Fährt noch eine Folie weiter ganz kurz. Dann fährt noch mal ganz kurz ein Hinweis. Natürlich können Sie einige der Sachen bei uns am Stand sehen. Sie können sie aber auch selbst erleben. Oben SAP, also ist kostenfrei zum Beispiel. Da können Sie verschiedene Kurse durcharbeiten, gerade zum Beispiel zum Thema Machine Learning, sich da fit machen. Auch jetzt mit Echtzeitübersetzungen, also sowas auch selbst zu erleben. Möchte ich Sie gerne aufrufen für die es noch nicht getan haben. Open.sap.com. Auch im Learning Hub kann man sich einen Versuchsnutzer nehmen, wenn man Interesse hat, jetzt tiefergehend in SAP einzusteigen. Wir haben dann heute auch nochmal interessante Vorträge am Stand und auch nochmal einen Workshop zum Thema Lernkultur. Also wir haben schon ein bisschen gehört, ne? Technologie ist die eine Seite der Medaille, die andere ist auch das Soziale, auch die Werte vielleicht entsprechend weiterzuentwickeln, wie lerne ich jetzt kontinuierlich, selbstgesteuert zum Beispiel. Das reflektieren wir heute ab 16 Uhr auch in der Workshop-Area, in einem Workshop interaktiv. Freuen wir uns, wenn noch ein paar Leute dazukommen. Genau, das war es ganz kurz nochmal zum Aufruf. Fragen, wir haben, denke ich, noch 4, nicht? Okay. Sie können gerne noch einfach zu uns vorkommen und falls Sie noch Fragen haben, die Folien haben wollen. Ich habe gerade die Message bekommen, wir dürfen keine Fragen mehr machen. Ich denke, wir sind schon ein bisschen über die Zeit. Okay, herzlichen Dank bis dahin. Dankeschön auch. Ja, vielen Dank. Schöne Messe noch.